Guten Morgen und willkommen zum Gospel Loft. Wir kommen zum 14. Teil in unserer Exposition des Galaterbriefes. Und wir endeten das letzte Mal mit Vers 11, wo wir sahen, dass Paulus bekümmert war, vergeblich gearbeitet zu haben in den Gemeinden von Galatien. Der Ton seiner Aussage aber verändert sich etwas von nun an. Es fühlt sich fast an wie eine Entschuldigung, wenn er fortfährt in seinem Brief und ihnen mitteilt, dass es nicht um seine Persönlichkeit gehe, sondern um die falsche Lehre. Und wir wollen weiterlesen. Galater 4 und Verse 12 bis 19. Werdet doch wie ich. Denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder, ich bitte euch. Ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Ja, wie Christus selbst. Wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Es ist nicht recht, wie sie um euch werben. Sie wollen euch nur von mir abspenstig machen, damit ihr um sie werben sollt. Umworben zu werden ist gut, wenn es im Guten geschieht, und zwar immer und nicht nur in meiner Gegenwart, wenn ich bei euch bin. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit anderer Stimme zu euch reden könnte, denn ich bin irre an euch. Ja, ich zweifle an euch, sagt er eigentlich. Werdet doch wie ich, sagt er, liebe Brüder. Denn ich wurde wie ihr. Paulus hat denselben Weg begangen. Von Sünder zur Erlösung. Hat aber seinen Weg nicht verloren. Deshalb kann er sagen, werdet wie ich, folgt meinem Beispiel. Wir lesen es auch im 1. Korintherbrief 11 und Vers 1, wo er sagt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Da ist keine Arroganz in dieser Aussage. Paulus weiß, wer er ist. Und vor allem, wer er ist in Jesus Christus. Die Frage aber geht an uns. Können wir mit Überzeugung dasselbe sagen? Es ist eine unangenehme Frage, weil wir heute selten Christen finden, die wissen, was sie glauben und warum sie es glauben. Paulus vollendet den Satz mit den Worten, denn ich wurde wie ihr. Alle haben etwas gemeinsam. Wir sind alle Menschen. Und wenn Mensch, dann haben wir eine sündenhafte Natur. Die Natur muss überschattet werden durch den Heiligen Geist, damit wir sie wahrnehmen und etwas dagegen tun können. In Johannes Kapitel 16 und Vers 8 oder der erste Teil vom Vers 8. Da steht geschrieben, und wenn er kommt, das ist der Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde. Wenn Gott die Menschheit betrachtet, sieht er sehr wenig Unterschied zwischen uns allen. Alle haben gesündigt und kommen der Herrlichkeit Gottes zu kurz. Wir alle sind in den großen Acker, in das Himmelreich auf Erden gesät, wo Weizen und Unkraut zusammenwächst, bis zur Ernte. Dann ist da ein kleiner Acker, wo der Weizen sich trifft und Gemeinschaft pflegt. Es ist dieser kleine Acker, die Gemeinde Christi, der Paulus Sorgen macht. Denn das Gericht muss seinen Anfang im Haus Gottes machen, schreibt Petrus. Im ersten Brief, Kapitel 4 und Vers 17. Die Galater versammeln sich mit dem Unkraut und müssen eine strenge Mahnung kriegen von Paulus. Es ist nicht ein persönlicher Angriff gegen die Gläubigen von Galatien, sondern gegen die Unwahrheit. Und dann fährt er fort. Ihr habt mir nicht Leid angetan.
Ihr habt nicht mir Unrecht getan, sondern ihr habt euch gegen das Wort Gottes erhoben, welches ich euch vorgetragen habe. Ihr habt die Gnade Gottes verschmäht, von der ich euch gepredigt habe. Meine Tränen kommen aus der Enttäuschung, die ihr für mich geworden seid. Ihr seid zurück in die Gemeinschaft einer Irrlehre geführt worden. Es ist die Welt, wo jeder seine eigene Meinung haben kann. Aber nicht in der Gemeinde Christi. Hätte Paulus das Evangelium erfunden, dann wäre es eine persönliche Meinung oder Sache gewesen. Es ist aber von Gott gekommen und erfüllt im Opfer, das die Menschheit von einem ewigen Tod befreit. Es ist nicht einfach Gott zu repräsentieren in einer bösen Welt, welche ihre Herzen gegen ihn gesetzt hat. Der Teufel weiß, er kann Gott nicht anklagen. Und deshalb versucht er es mit dem Prediger. Er sagt immer wieder, es ist nur deine Meinung, lieber Prediger. Und doch werden viele unsicher. Das Evangelium rein und sauber zu behalten, braucht oft Mut und gefällt vielen nicht. Und deshalb werden auch viele von der Wahrheit fliehen. Die Bibel sagt jedoch, jene, die bis zum Ende ausharren, werden selig werden. Das lesen wir in Matthäus 24, Vers 13. Es bedeutet aber, dass nicht alle, die begonnen haben, es bis zum Ende schaffen. Das ist auch die Sorge, welche Paulus betrübt in Hinsicht auf die Galater. Wir sehen aus dem Text heraus, dass sie nicht schon eine lange Zeit mit Jesus wandeln, sondern noch in den Kinderschuhen des Glaubens stecken. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lässt von dem, der euch berufen hat, hat er ganz am Anfang im Galaterbrief, im ersten Kapitel, Vers 16 schon geschrieben. Statistisch gibt es viel mehr zurückgefallene und lauwarme Christen, denn solche, die verbissen festhalten von Anfang bis zum Ende. Die Mehrheit sind einfach bedürftige Kirchengänger. Dann fährt er fort. Ihr wisst, dass ich euch in leiblicher Schwachheit das Evangelium gepredigt habe. Schon im zweiten Jahrhundert haben Menschen versucht, uns ein Bild von Paulus vorzumalen, wie er aussah, etc. Aber lasst uns annehmen, dass er krank war, als er zum ersten Mal nach Galatien kam. Dieses Leiden aber hinderte ihn nicht, das Evangelium zu predigen. Wir entdecken in ihm einen Trieb, der keine Zeit verschwenden ließ, seiner Aufgabe nicht nachzukommen. Er tat es zu Zeiten oder zu Unzeiten in Krankheit oder Gesundheit. Und wenn arm oder gut betucht, es tönt fast wie ein Hochzeitsgelübde. Und Paulus schrieb, ich arbeite mehr als alle anderen. Das ist im 1. Korintherbrief 15 und Vers 10. Es ist dieser Antrieb, der unseren Predigen oft fehlt. Ich bewundere jene, die dreimal in der Woche etwas Gutes auf den geistlichen Teller bringen und nebenbei noch säkulär arbeiten, eine Familie haben und die Kranken besuchen, anstatt bezahlt zu werden. Teilen Sie Ihr Gehalt mit den Armen. Es ist leider oft die Witwe, die noch den Heuerling unterstützt. Ja. Meine Schwäche war kein Anstoß für euch. Paulus muss körperlich in einem schrecklichen Zustand gewesen sein, dass er es so intensiv beschrieben hat. Heute haben wir eine kleine Erkältung und dann bleiben wir zu Hause im warmen Bett. Einige haben versucht, die verschiedenen Krankheiten jener Zeit und den Ort, wo sie auftraten, zu erforschen und vermuten, dass eine Art von Malaria in den Sumpfgebieten vorhanden war. Sie schildern es als eine Möglichkeit, dass Paulus daran erkrankte und auch seine Sehkraft darunter litt. Ob dies zum Dorn in seinem Fleisch wurde, weiß natürlich niemand. Wir wissen nur, dass der Herr zur Antwort seiner Gebete für diesen Dorn ihm die Worte zusprach, meine Gnade soll dir genügen. Es kommen auch für uns gelegentlich solche Worte auf uns zu. Meine Gnade genügt dir. Dieser kräftige Aufprall des Evangeliums macht solch großen Eindruck auf die Galater,
dass sie die Schwäche von Paulus total übersahen. Sie zogen keine Masken an und kannten auch den Covid-Gruß mit Ellbogen und Faust noch nicht. Sie schlossen auch nicht die Türen, sondern mit Freimut empfingen Wort und Prediger. Vielleicht ist hier eine gute Lehre auch für uns, eher dem Wort zuzuhören, anstatt den Predigern zuzuschauen. Ich selbst habe diese schlechte Gewohnheit, immer die Schuhe des Predigers anzusehen und raten, wie teuer sie wohl wären. Vielleicht muss ich mich da ein bisschen bekehren. Wie ein Engel nahmt ihr mich auf. Ihr habt mich empfangen, als ob ich ein Botschafter aus dem Himmel wäre und von Gott gesandt. Wie anders war es für Paulus in Ephesus und in Philippien, wo sie ihn einkerkerten und verfolgten. Im gewissen Sinne war es für Paulus viel ärger, wurde er doch mit großem Hurra empfangen, aber bald wieder vergessen, weil ein anderer auf die Bühne kam. Das Ganze erinnert mich an das Gleichnis von Jesus über den Sämann in Markus 4, Verse 3 bis 7, wo es steht, hört zu, siehe, es ging ein Sämann aus, zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hat. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Ja, etwas Ähnliches geschah in Galatien. Alles fing so gut an, und bald begann der Ostwind zu blasen, der falsche Lehren brachte und alles verdorrte. Die Dornen wuchsen hoch, und die Wahrheit erstickte. Bis dahin heute. Und dann, Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.